Das ist die Geschichte der Maria Dolores, die eine Creme verkauft hat, die rein gar nichts bewirkte, außer dass ihr Konto immer voller wurde. Maria Dolores, so war ihr Name. Schöne Dolores wurde sie genannt. Für eine Creme macht sie Reklame. Ihr Bild, das hängt an jeder Wand. So schön wie sie, so wollten alle sein und kauften sich die teure Creme ein. Sie schmierten sich die Creme dann ins Gesicht und trauten ihren Augen nicht. Bei allen kam der große Schreck. Die Falten blieben, das Geld war weg. Maria Dolores, so war ihr Name. Schöne Dolores wurde sie genannt. Für eine Creme macht sie Reklame. Ihr Bild, das hängt an jeder Wand. So schön wie sie, so wollten alle sein und fielen nur auf die Reklame rein. Das Bild von ihr war Illusion, es war doch nur eine Animation. Das schöne Gesicht und die Visage war wie heute üblich eine Fotomontage. Alle fielen auf das schöne Bild herein, alle wollten nur wie Dolores sein. Maria Dolores, so war ihr Name. Schöne Dolores wurde sie genannt. Für eine Creme macht sie Reklame. Ihr Bild, das hängt an jeder Wand. Maria Dolores, so war ihr Name. Schöne Dolores wurde sie genannt. Für eine Faltencreme macht sie Reklame. Ihr Bild, das hängt an jeder Wand. Das war die Geschichte der Maria Dolores, die eine Creme ohne Wirkung verkaufte und dabei sehr, sehr reich wurde.